Willkommen aus München mit dem Sony Xperia ZU im Hands-On, und hier geht es eigentlich gar nicht jetzt in dem Video wirklich um das Gerät, auch wenn das Gerät ein wichtiger Punkt der Präsentation ist, denn telefonieren ist auf einem 6 Zoll Gerät einfach unpraktisch. Schaut euch meine relativ große Männerhand an, das Ding ist genauso groß wie meine ganze Hand, und dadurch, wenn ich das Gerät in einer Hand halte, kann ich es zwar so vielleicht ganz gut bedienen, aber ich komme da hinten gar nicht mehr an die Tasten ran, und wir sehen können, ich habe jetzt hier aus Versehen was eingegeben, nur weil ich hier reingekommen bin unten. Das heißt, es ist relativ unbequem zu bedienen und vor allem zum Telefonieren. Wenn ihr es länger zum Telefonieren benutzen wollt, wird das relativ unpraktisch. Deshalb haben wir hier ein kleines Zubehör, das SBH52. Das SBH52 ist ein kleiner Bluetooth-Adapter, der deswegen praktisch ist, weil wir hier einen Lautsprecher dran haben und ein Mikrofon. Das Mikrofon ist natürlich dafür gedacht, dass es einfach an euer Ohr hier halten könnt und zum Telefonieren. Das könnt ihr also nicht direkt in euer Ohr dran machen, wie ein Bluetooth-Headset, sondern einfach nur dran halten. Aber wenn ihr das bequemer benutzen wollt, könnt ihr den Clip hier einfach benutzen, an eure Tasche dran klippen zum Beispiel, und dann entsprechend hier Kopfhörer anschließen und hier mit dem relativ kurzen In-Ear dann das entsprechend wunderbar benutzen. Mit dem Knopf hier können wir kurz schauen, dass der Akku relativ voll ist noch. Wir haben natürlich eine auch einen Ein- und Ausschalter und übrigens auch einen Lautsprecher ist vorne und hinten mit verbaut. Das heißt, ich kann hier auch direkt Musik damit hören, noch nicht mehr über Kopfhörer. Also so ein kleiner externer Speaker ist das auch, den wir über Micro-USB hier aufladen können und Lautstärke hier zum Beispiel auch regeln können. Auf dieser Seite haben wir noch ein Vor- und Zurücktaste, Play und Pause, und auch eine Komplett-Zurücktaste, denke ich mal, für Android. Dafür muss ich das Gerät aber jetzt, denke ich mal, jetzt erstmal hier verbinden mit dem Sony Xperia ZU hier auf der NFC-Unterfläche. Da schaue ich jetzt einfach mal, ob hier NFC an ist. Denke mal schon, aber dass es an sein sollte. Genau, es ist abgehakt und ich kenne mich hier bei dem Gerät jetzt noch überhaupt nicht aus. Von daher, genau, machen wir mal Einstellungen. So, ich drücke mal hier die Taste. Wahrscheinlich komme ich damit dann ins Menü rein oder mit Play. Ja, doch, Play. Wie ihr sehen könnt, ich kenne mich mit dem Produkt noch nicht aus, deswegen wahrscheinlich ist das hier Connection. Aha, scheint mir jetzt gerade etwas kompliziert zu sein, aber ich gehe mal hier einfach im Musikmenü rein. Wie ihr seht, es lädt. Wahrscheinlich ist es schon verbunden mit einem Gerät. Hier ist der Bluetooth an, aber damit ist es definitiv nicht verbunden. Es lädt noch und ich glaube, es sucht gerade ein Handy, deswegen gehe ich jetzt mal in die Einstellungen rein. Ich glaube, hier muss man wirklich das Handbuch lesen, damit man das erste Verbinden hier vonstatten kriegt. Schau mal. Ah, doch. War hier richtig. Mit SBH52 koppeln? Ja. Sehr schön. Wird gekoppelt. Ha, ich habe es gefunden. Gut. Probieren über Studieren. Nicht möglich, sagte hier gerade. Naja, aber auf jeden Fall, wie ihr seht, ist hier relativ ganz einfach möglich. Und dann könnt ihr, wenn ihr einmal gekoppelt habt, immer einfach ihr das Gerät anmachen. Ihr seid immer verbunden über Bluetooth. Ich probiere es jetzt nochmal. Nicht möglich, aber naja. Im englischen Video klappt es jetzt vielleicht. Von daher, bis dahin, das war hier das kurze Hands-On mit dem wirklich praktischen SBH52 Hands-On. Und ja, bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht zu abonnieren. Und mein Name ist Balaschka.